wilde Jäger. Bitte, Mom. Das mit den Haaren tut mir leid. Ich tue es nie wieder. Ich werde dich umbringen. Nein. Bitte. Bitte. Mom, nein. Oh, bitte. Nein, das nicht. Hilfe rufen. Ich hab sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Das tun Kobolde so. Und Brüder und Schwester. Alles wird gut. Wir schaffen es. Ich glaube, das war Kapitel 1. Alter Schwede! Was? Aber warum hat er für sie gelogen? Und vor allem hat er die ganze Scheiße, das ganze Leben auf sich genommen. Oh mein Gott. Wie krass muss diese Geschwisterliebe sein? Boah, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe solche, die Spiele von denen. Immer mit diesen krassen Plot-Twists. Okay, crazy. Okay, also, was haben wir hier? Allison war glücklich, als Tyler Eddies Friedensangebot angenommen hat. Ja, haben den Ring angenommen, haben den Ring abgelehnt, haben den Ring ins Wasser geworfen. Man hatte gemerkt, Eddie wollte nie was Böses, so. Ne? Allison hat sich gefreut, das Rätsel der Prinzessin zusammen mit ihrem Bruder zu lösen. Haben die Tür, das Türrätsel bis 8 und einfach die Tür aufgebrochen! Tyler fühlt sich durch Allisons fehlendes Vertrauen im Laden nicht gewürdigt. Das hatte nichts mit Vertrauen zu tun, sondern mit logischem Denken. Naja. 48 haben nur Tylers Allisons Erinnerung gewählt. Okay. Tyler fühlte sich enger mit Allison verbunden, als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. Ja. Oh. Tyler gewann Sams Respekt. Sams Respekt. Sams. Alles los. Haben sich nicht zur Rede gestellt. Hm. Ja, doch, 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 doch. Tessa sprach offen mit den Zwillingen über Mary Ann. Ach, krass. Was haben viele geschafft? Haben Tessa verärgert? Das kriegt man auch hin. Eddie fühlt sich von Allison zurückgewiesen, als sie sich auf der Wache nicht auf seiner Seite gestellt hat. Ja gut, passiert. Hä? Aber gerade eben war das noch nicht 30 zu 70, oder? Naja, gut. Freunde wechseln. Ich will zur Freunde gucken. Achso, was Freunde gemacht haben. Daran hier hat niemand Tessa verärgert. 50-50, okay.
Da haben mehr Leute Tylers Erinnerung gewählt. Why? Warum? Weil das harmonischer ist? Oh, und alle meine Freunde haben die Türrätsel gelöst. Okay. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt, du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Das wird uns wahrscheinlich in Folge 2 erwarten. Ja, hat mir sehr gut gefallen. War super. Weiter? Nächstes Kapitel? Oder brauchen wir eine kurze Atempause? Bestimmt, weil er der Stärkere von beiden war und sie jetzt nie. Ja, und vor allem, weil. Ja. Ja, gut, kann auch sein. Kann auch sein. Ja, vielleicht. Alter! Sonst ist aber soweit in Ordnung, oder? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt Kapitel. Können wir das nächste überhaupt schon spielen? Ist raus, oder? Muss ich das noch kaufen? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde. Die listigen Kobolde machten alles gemeinsam, bis eines Tages die Dunkelheit das große Holzhaus überkam, in dem sie lebten. Der Dunkelheit beschuldigt, wurde der Bruder aus dem Wald verbannt, während seine Schwester bleiben musste. Zehn Jahre später gab es ein großes Wiedersehen. Und gemeinsam stellten sie sich der Dunkelheit im großen Holzhaus. Sie baten ihre Freunde im Wald um Hilfe. Doch niemand wollte sie auf ihrer Reise in die Vergangenheit begleiten. Und so fanden sich die Kobolde ganz allein im Wald wieder und versuchten zu ergründen, wieso das große Holzhaus in Dunkelheit gehüllt war. Morgen im Wald Kompass und Nordstern spielen. Dann vergiss deine Mütze nicht. Vergiss du sie lieber nicht. Okay, wer will Eiscreme? Ich! Ordentliche Portion. Dann los. Wortlos ging sie nach draußen und begrub das Diadem unter dem jungen Baum. Und mit dem letzten Häufchen Erde nahm sie Abschied von ihrem Diadem und damit auch von ihrem alten Selbst. Jetzt musste die Prinzessin nach vorne sehen und ihren Platz in der Welt finden, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit Diadem und schönem Kleid war, sondern eine fahle Frau, allein im tiefen alten Wald. Und so verlor die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz und ihren Titel. Ich mag die Geschichte nicht. Die ist ohne Kobolde und total deprimierend. Wir lesen sie nicht nochmal. Ich hab dich lieb, Mom. Ich nicht. Spaß. Hab dich lieb, Mom. Ich euch auch. Schlaft und träumt schön, meine Täubchen.
So eine Verschwendung. Ich dachte, hierher zu kommen würde ein Lebenskapitel abschließen, weißt du? Aber stattdessen graben wir eine elende Prequel-Trilogie aus. Okay. Nein.
Soweit lassen wir es nicht wieder kommen. Komm, auf. Mit todlangweiliger Arbeit vergisst man all seine Sorgen. Können wir nicht lieber Kaffee trinken? Nein, Kaffee. Auf die Beine, Soldat. Okay, verschieben wir das Packen und kümmern uns um die Möbel. Wenn wir genug geschafft haben, fahre ich mit dir in die Stadt und kauf dir tonnenweise Eis. Schokominze? 2 Tonnen. Abgemacht. Kobalt heißt behalten, Dollarzeichen heißt spenden oder verkaufen und Mülleimer heißt, naja, Müll. Übrigens habe ich heute Morgen schon das meiste aus dem Badezimmer geräumt, aber die Toilette steht noch. Wie großzügig von dir. Antike Geräte, ihr bleibt hier. Obwohl, der Ofen sieht noch ganz okay aus. Nix da. Wir werden den Ofen nicht verschieben. Kuchenauflauf. Ohne Witz. Davon mache ich ein Foto. Und vielleicht machen wir einfach irgendwann mal. Den gleichen im Stream. Ich finde sowas immer cool, wenn so Rezepte in einem Buch stehen. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt irgendwer nachkocht und so. Steht da? Du machst das großartig. Danke. Ah, er hat ein Kobold hinten drauf bekommen. How sweet. Okay, wir gucken uns das mal alles an. Ich gucke mir schon mal das Badezimmer an. Was ist mit der Kommode? Wenn deine Handtücher vermodern sollen, bitte. Second hand. Vielleicht kann man sie reinigen. Sie ist schön. Musst du wissen. Ich will die ja noch irgendwer haben. Behalten. Auch direkt fotografiert. Okay, da ist schon Müll. Danke fürs Reinigen der Schränke. Nicht gern geschehen. Oh, I. Oh Gott, ich kann das noch schmecken. Pack es weg. Sag ah, ah. Ich weiß noch, dass ich damit Rasierschaumbärte geschnitten habe. Ja, genau. Oh, dieses Spiel ist so süß gemacht. Das Klo steht noch. Hey, arbeite. Okay. Schäbiger Tisch und wackelige Stühle. An diesem Tisch gab es viel zu viel abgelaufenes Essen. Oh Gott, das ist... Was ist das für ein Gestank? Er hat den Zettel abgemacht. Abgelaufenes Essen auf dem Tisch. Was stinkt hier so? Riecht wie leckerer Abfall. Ja. Wirklich lecker. Oh, da ist das Stinkehosen-Sam. Stinkehosen-Sam. Kommt schon. Ach so. Sam riecht so, weil er ein Stinktier aus der Scheune gerettet hat.
Seid nett. Ein Stinktier? Was habt ihr mit ihm gemacht? Geht's ihm gut? Ha, bestimmt. Es war auf Futtersuche und hat dann festgesteckt. Brauchte nur einen kleinen Schubs auf seinem Weg. Sam, war immer da. Der Stinktierheld. Ich weiß noch, dass er mich damals beeindruckt hat. Und ich wollte auch ein Wildtier-Superheld sein. Du hast den Zettel abgemacht. Allison, ich hab dich schon dreimal gebeten, den Couchtisch aufzuräumen. Ups, hab's vergessen. Oh, da ist bestimmt abgelaufenes Essen drin. Hungrig? Wir haben jede Menge nichts. Oh, ich hatte gehofft, du machst mir eines dieser Ketchup-Gurken-Sandwiches. Es tut mir leid, Sir. Die Essiggurken sind leider aus. Wie wär's mit einem Sandwich nur mit Ketchup? Es scheint noch eine Flasche da zu sein. Yeah. Sagt der, der Erdnussbutter mit Ranch-Dressing gegessen hat. Mm, so lecker. Okay, ich mach schon sauber. Danke. Währenddessen gucke ich mir die Möbel an. Das für wilde Geräusche, als wäre ich im Dschungel. Den Couchtisch willst du sicher behalten. Wenn du irgendwas willst, dann sag es jetzt. Ich will eigentlich keine Möbel mit nach Denali nehmen. Und wenn ich eine Basis in Juno brauche, hast du ja alle nötigen Möbel. Wie unverbindlich von dir. Okay, ich behalte ihn. Hast du vor? Dieser Sessel gefällt mir wirklich. Der würde sich toll neben deinem Baumstumpf-Nachtisch machen. Ich werde der stylischste Mountain Man der Welt. Weißt du, was wir jetzt machen? Der würde besser in deine Bibliothek passen. Bibliothek? Wir haben vielleicht nicht mal ein Wohnzimmer. Ich glaube an dich. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Wir behalten ihn einfach. Vielleicht nach einer gründlichen Reinigung? Wenn wir die ganze Zeit an den Tisch sitzen, während wir ihn alles machen lassen und wenn einfach nur dieses Ding drehen. Die ganze Zeit. Und zu guter Letzt. Es fällt mir schwer, aber... Ja? Die Sofas wandern alle auf die Deponie. Ganz deiner Meinung. Ich glaube, ich habe ein dauerhaftes Knieproblem vom jahrelangen Anstoßen an den Sofakanten. So, das war's dann im Wohnzimmer. Ja, hast du super gemacht. Du bist von deinem Dienst befreit. Das wird langsam komplett lächerlich. Okay, dann höre ich auf damit. Sorry. Okay, Tyler. Ja, so machst du bestimmt gut sauber. Okay. Ja, haben wir sauber gemacht. Gut. Der Sessel, oh mein Gott, der ist aber schon sehr kaputt, ne? Aber, ey! Hat er mich da voll angerempelt? Die Entwickler haben damit gerechnet. Ja! Teile alles machen lassen. Oh, guck mal. Ist das Feuer an? Das ist ja schön. Deswegen knistert das so schön. Warum haben wir das Ding da unten? Was ist denn da? Der ist echt eklig. Was ist passiert? Ich habe was verschüttet und das war das Ende von Teepartys im Haus. Hab ihn unter Spielzeug versteckt. Aber das wurde natürlich irgendwann weggeräumt. Guter Schachzug, Ronan. Tja, du hast mein geklautes Ei auf die Couch gelegt und dich draufgesetzt, weil du ein Huhn als Haustier wolltest. Darüber reden wir nicht. Zumindest hat's bei mir keine Flecken. Oh, ich liebe solche Stories. Oh, ich liebe es. Und ich frage mich manchmal, ob die sich das ausdenken. Oder...
einfach aus ihrer Kindheit irgendwas übernommen haben. Oh Gott, ich lieb's. Was haben wir noch? Ich schätze, es ist Zeit, diese Bilder abzunehmen. Ja, und was sollen wir mit denen machen? Naja, die meisten davon sind glückliche Erinnerungen. Scheint so. Hier siehst du süß aus. Das bin ich nicht. Naja, schon, aber... Aber nicht wirklich. Verstehe. Es ist schräg, mich wieder so zu sehen. Mann, dachte nicht, dass mich ein Bild noch so umhauen würde. Hat die Therapie denn geholfen? Oh, ja, definitiv. Meine Therapeutin hat verstanden, dass ich ein Junge bin. Und sie hat mich auf die Reaktion der anderen vorbereitet. Mit anderen klarzukommen war viel schwerer, als mich selbst zu finden. Letztendlich war der Blick in den Spiegel und darin Tyler zu sehen, der größte Unterschied. Deswegen plane ich meine Mastektomie sofort, nachdem wir das Haus verkauft haben. Endlich kein Binder mehr tragen zu müssen. Gott, das klingt verdammt gut. Ja, total. Damit du es weißt. Ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Egal womit. Danke. Okay. Was ist dein Urteil, Ronan? Weißt du was? Ich behalte ein paar. Als Erinnerung, wie weit wir gekommen sind. Aber eine... Mastektomie heißt das, ne? Ich kenne mich leider nicht so doll daran aus. Heißt doch nicht, dass er vorher die ganze Zeit einen Binder tragen muss. Das sind doch die Hormone, die damit zu tun haben, oder? Oder? Oder muss man die tatsächlich auch operieren lassen? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich dachte immer nur das Geschlechtsteil. Ich dachte immer so Brüste oder sowas. Die funktionieren einfach nur mit Hormonen. Weil die kommen ja auch mit Hormonen. Ohne dass man operativmäßig, weißt du, nachhelfen muss. I don't know. Ich kenne mich tatsächlich einfach... Also ich folge total vielen Leuten so auf Instagram, um das so mitzubekommen, aber... Und auch den Wandel und sowas... Und ich merke einfach, wie unwissend ich tatsächlich bin. Sam, oder wer war das? Oder Eddie? Oh Mann, das hier liebe ich. Ich sehe so sauer aus. Nee, Vasektomie nicht. Eigentlich habe ich das geliebt. Na, weil Marianne dir eine Kamera ins Gesicht gehalten hat. Der Binder bindet deine Brüste halt ab. Ja, ja, schon. Danke dafür. Darum geht's mir nicht. Aber du hast ja auch eine flache Brust, wenn du männliche Hormone nimmst, oder? Da muss auch oft operiert werden. Okay. Hab total vergessen, dass wir kurz eine Wühlmaus hatten. Oh, die ist bestimmt tot. Hier ging es echt mies, als wir sie gefunden Wühli. Haben. Gut, dass Marianne wusste, was mit verletzten Wildtieren zu tun ist. Wenn sie schon da sind, die Brüste, muss man sie, glaube ich, schon wegoperieren. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das würde man alles mit den Hormonen quasi hinkriegen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man vor der Pubertät mit Hormonen anfängt. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich weiß ja nicht, wann er das... Ja, mit 11 ist man eigentlich schon so ein bisschen, ne? Und bis das so festgestellt wurde und so. Aber man sieht bei ihm doch gar nichts. Das ist schon irgendwie... Das ist schon asozial, ne? Was wir hier gerade tun. Was, gut, er hat ja auch Binder, ne? Was tun wir nur damit? Wenn es jemand haben will... Vielleicht kann das jemand neu lackieren. Sieht zwar schon ramschig aus, aber... drunter schauen. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Goblins were was here! Was ist denn hier unten? Ist das... Kaugummi? Oh, ich fürchte, das war ich. Ja, super. Goblins waren hier, ja. Ja, super. Und das verkaufen wir jetzt. Na, supi. Aber Hauptsache, ihr Alte haben immer diese Tannenbäume, ne? Also nicht nur die Tapete, sondern sogar auch hier der Tisch hier unten. Süß. Sehr süß. Okay, ja, wir gucken uns die Erinnerung ja schon an. Wo ist sie denn?